Hallo. Hi, ich bin Yannick Nann. Ich bin im Stupa der Kathe Münster und neben mir ist Adrian Smarzer. Ich bin im Mastersemester jetzt, mache noch meine Bachelorarbeit fertig, bin im Senat. Ja, genau. Und wir wollen euch heute ein Gremium und einen Arbeitskreis vorstellen. Das Gremium ist die Kommunikato und der Arbeitskreis ist der Arbeitskreis Kummerkastenalternative, den vielleicht auch einige von euch schon kennen. Ja, wir haben diese Abkürzung AKKKA. Könntet ihr im letzten Semester vielleicht kennengelernt haben. Genau. Das Gremium ist neu. Das Kommunikato ist vom Stupa aus gegründet worden. Es soll in gewisser Weise den Arbeitskreis in seiner Entwicklung ersetzen und weiterhin eben über sollen Rückmeldungen von Studierenden über den Kommunikato laufen. Wir beraten anonym, wir beraten, wenn gewünscht, auch offen und können auch Rückmeldungen an die jeweiligen Organe geben. Wir können euch Informationen geben, wo, wenn ihr Fragen habt an die Kato, wenn ihr Fragen habt zum Lehrsystem. Die Lehre ist ein Bereich, rechtliche Belange wie zum Beispiel BAföG oder auch Prüfungsfragen etc. pp. Könnt ihr auch bei uns anbringen. Wenn es um finanzielle Themen gibt, falls ihr zum Beispiel in finanziellen Notlagen seid, können wir euch auch versuchen zu beraten oder eben an geeignete Stellen weiterhelfen. Wir wollen quasi eine niedrigschwellige Möglichkeit sein, dass ihr an dem Studienleben so gut es geht teilnehmen könnt. Wir sind alle gewählte Mitglieder im Stupa, im Kommunikato. Das ist uns auch ganz wichtig, dass wir uns halt auch als Studierendenvertreter präsentieren können. Und daraus hat sich eben auch gegründet, dass wir der Sprachrohr für Studierenden sein wollen, im Stupa schon sehr lange und das jetzt auch verwirklichen wollen, stärker verwirklichen wollen durch das Gremium. Falls ihr private Probleme habt oder ähnliches, können auch gerne an uns gerichtet werden. Wir sind transparent, welche Mitglieder wir in unserem Gremium haben. Die werden auf der Homepage veröffentlicht. Ihr könnt die Mitglieder, die ihre Themenbereiche, die sie leiten oder führen, vorstellen, könnt ihr auch direkt kontaktieren, sobald das neue Semester mit den neuen Stupa-Mitgliedern startet. Ansonsten könnt ihr auch eine allgemeine Mail an die E-Mail-Adresse schicken, die wir unten in die Beschreibung verlinken und daran formulieren. Ja. Ja, genau. Hinter diesem Gremium Kommunikato steht noch ein Arbeitskreis, der Arbeitskreis Kummerkastenalternative, weil wir uns dachten, gerade bei Corona ist es schwierig, hier in den Aufenthaltsraum zu laufen und diesen Briefkasten zu benutzen. Der wird natürlich immer noch regelmäßig geleert, falls ihr auch gar keine Rückführung auf eure Person haben wollt, weil die Anonymität bei uns auch sehr wichtig ist. Haben wir schon zur Homepage gesagt, dass wir die Nummern und die E-Mail-Adresse alle draufsetzen? Es wird auch noch eine Mail folgen, wo alles drinsteht, wie ihr uns kontaktieren könnt. Nur, dass ihr auch nochmal hier das Video mitbekommt. Und ich erzähle euch jetzt im Arbeitskreis, der wurde vor anderthalb Jahren, glaube ich, sogar schon gegründet, um eben die Kommunikation zu verbessern. Und in den Arbeitskreis, das ist jetzt der Stand, darf jeder rein, also alle möglichen Leute, wahrscheinlich eher die von der Kato. Da muss man nicht gewählt für sein. Aber wir sind eben auf der Metaebene. Wir überlegen, wie soll diese Beratung ablaufen, was kann man verbessern, was ist vielleicht nicht so gut. Und im Gremium selber, die dann mit den Einzelfällen arbeiten, das sind dann gewählte Vertreter. Und wir möchten möglichst transparent sein. Ja. Ja, in diesen zwei Frontensystemen würde ich mal sagen, also einmal Arbeitskreis, der für Entwicklung, Evaluation und Qualität zuständig ist und auch Öffentlichkeitsarbeit und dem Gremium selbst, da findet eine Kommunikation über die beiden Leiter statt. Im Moment bin ich der kommissarische Leiter, also der vorübergehende Leiter und Adrian ist der vorübergehende Leiter im Arbeitskreis, bis wir gewählt sind oder bis jemand gewählt ist und wir kommunizieren über aktuelle Themen, aktuelle Belange und im Arbeitskreis werden dann eben Entwicklungsfragen besprochen und im Gremium werden die Beratungsfragen vor allem behandelt. Das Gremium selbst hat über die Beratung, also da könnt ihr euch sicher sein, Anonymität ist dort da. Es gibt keine direkte Weiterleitung zum Arbeitskreis. Ja. Danke fürs Zuhören. Dankeschön.
Ach ja, den Arbeitskreis Kummerkastenalternative, die Mailadresse packen wir euch auch unten rein. Da könnt ihr jetzt allgemeine Anfragen stellen. Solltet ihr aus Versehen dem Arbeitskreis Kummerkastenalternative geschrieben haben, aber eigentlich die Kommunikator erreichen wollen, also eine Beratungssituation, ein Beratungssetting haben wollen, dann ist das gar keine Schwierigkeit. Dann wird das einfach weitergeleitet und auch vertraulich behandelt. In Zugriff auf die Arbeitskreis-Mail hat nur im Moment Adrian und er ist ja auch gewählt und kann das dann direkt weitergeben. Genau, was mir noch eingefallen ist, ist, dass wir in Elias gestern zwei im Bereich für Studierende, einmal Arbeitskreis Kummerkastenalternative für alle Interessierte, die an der Kato gerade sind und halt eben auch Zugriff auf Elias haben, zum einfachen Beitritt haben. Und wir haben die Kommunikato, haben wir auch einen Bereich, wo dann die Beratungsräume sein werden, falls eine Beratung nicht in Präsenz stattfinden kann. Wir wollen gerne face-to-face beraten. Wenn das aber gerade wegen der Corona-Situation nicht geht, dann über Big Blue Button ist die Möglichkeit, das in Elias dort beizuwohnen. Da werdet ihr aber auch, wenn ihr beitretet, müsst ihr einmal angeben, wer ihr seid, vielleicht auch welche Mail ihr geschrieben habt, wann ihr die geschrieben habt und dann lasse ich euch da rein. Kein Mitglied kann von den anderen Mitgliedern sehen, wer eben in dieser Gruppe ist. Das heißt, niemand weiß, dass ihr in dieser Gruppe seid ihr könnt dann quasi direkt mit den gefragten Beratern kommunizieren und in einen Raum gehen. Ja, das war's. Danke. Meinerseits auch. Gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Und wir wünschen euch alles Gute im weiteren Semester. Und kommt gerne zu uns.